Hallo ihr Lieben, wir hatten eine Woche Pause und ich brauchte diese Zeit. Ich fühle mich immer noch nicht ganz belehrt in dem Thema. Ich gebe euch schon mal einen Vorblick. Am Ende von Kapitel 9 haben wir einen Abschnitt von drei Versen, vier Versen. Da habe ich bis zu 200 Seiten Kommentaren nur für diesen Abschnitt. Das ist viel Recherche, viel Arbeit. Ihr seht auch, wie viele Meinungen es geben kann. Ich ziehe mir nicht nur eine Meinung rein. Ich gucke mir eine ganze Bandbreite an. Wie könnte man das verstehen? Das Wichtige ist, dass wir in dem Wort Jesus suchen, dass wir in dem Wort sagen, Jesus, was hast du mir zu sagen? Wie kann ich dir ähnlicher werden im Vergleich zu, ich verstehe alles ganz genau. Gemeinden streiten sich über Auslegung. Und spalten sich teilweise sogar, sagen, nein, wir sind geistlicher, wir sind besser. Und mein Wunsch, ich wiederhole das nochmals, wenn du mit mir hier die Bibel liest, dass du Jesus mehr kennenlernst, eine Freude am Wort hast, eine Freude an Jesus hast. Und nicht, dass du mit jemandem ein Argument, eine Diskussion gewinnst, dass du sagen kannst, oh, ich weiß jetzt ein aramäisches Wort, ein griechisches Wort. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass du auferbaut wirst und andere auferbaust. Lass uns also einsteigen in Kapitel 9, Daniel Kapitel 9, Abvers 1 bis 3. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ganz kurz zum Zeitlichen sind wir hier im ersten Jahr von Darius. Das ist so gesehen Kapitel 6. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als Darius 62 Jahre alt war. Also hier, das ist Kapitel 6 eigentlich vom zeitlichen Rahmen her. Und in diesem war das ja, wo Daniel in die Löwengrube geschmissen wurde. Irgendwann in diesem Rahmen. Ein bisschen davor, ein bisschen danach, grob in diesem Zeitrahmen. Wir haben also eine Pause wieder von 12 Jahren zwischen der einen Vision in Kapitel 8 und dieser neuen Vision in Kapitel 9. Wir wissen nicht, ob Gott mit Daniel geredet hat in dieser Zeit oder ob Gott 12 Jahre geschwiegen hat. Für mich ist das aber auch so, so wichtig, weil es gibt Zeiten, wo Gott schweigt. Ich würde mir wünschen, dass Gott immer spricht, alle Zeit. Aber wenn Gott schweigt, dass unser Herz ruhig ist in ihm vertraut. So, wir haben uns Kapitel 7 und 8, die Träume, schon angeguckt mit dem Fokus auf die vier Königreiche. Und jetzt werden Königreiche erwähnt, aber der Fokus wird noch stärker auf Israel gesetzt. Das ist jetzt zwei Königreiche, die Israel angreifen werden. Und für mich ist insbesondere in diesem Kapitel spannend, Daniel hat ein Gespräch mit Gott aufgrund von dem, dass er in Jeremia etwas gelesen hat. Er hat in Jeremia gelesen, dass Israel nach 70 Jahren zurückkehren wird in das verheißene Land. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn Gott sagt, ich führe Israel zurück ins verheißene Land in 70 Jahren, warum muss Daniel beten? Gott macht das doch. Warum sollte Daniel für etwas beten, das Gott doch schon entschieden hat? Und darauf werden wir mehr eingehen. Bevor wir darauf eingehen, ist für mich aber erstmal, und das ganze Kapitel 9 wird einen Fokus auf Gebet haben. Das können wir halt nicht ändern, weil es ist primär ein Gebet. Das Kapitel ist hauptsächlich ein Gebet. Und Daniel verbringt Zeit, viel Zeit im Gebet, weil er das Wort studiert. Die Bibel führt ihn ins Gebet. Während er das liest, ist das seine Antwort. Leute sagen mir manchmal, Samuel, meine Beziehung fühlt sich an wie ein Monolog mit Gott. Ich kann dir sagen, je mehr du die Bibel kennenlernst, je mehr du das Wort studierst, hier steht, er forschte. Daniel forschte in den Schriften oder ich achtete in den Schriften. Achtete, forschte, das gleiche Wort im Hebräischen. Er hat studiert,
Für ihn war das ein direktes Reden Gottes in sein Leben hinein. Je mehr wir lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen, desto mehr ist es so, dass wir nicht ein Empfinden haben, das ist ein Monolog, sondern es wird ein Dialog. Ich antworte auf das, was ich lese und lese weiter und sehe, er antwortet. Es wird zu einem Dialog. Gott kann auch durch die Stimme in dir drin reden. Er kann akustisch reden. Er kann durch Träume, Visionen, Prophetien reden. Er kann durch andere Menschen reden, durch eine Predigt, durch die Natur. Gott hat eine Vielzahl an Möglichkeiten zu reden. Aber was wichtig ist, ist, unser Fundament seines Redens liegt im Wort. Und wenn wir Gottes Wort behandeln wie eine Müsli-Mahlzeit, 5 Minuten am Morgen so ein bisschen lesen, dann werden wir dort nicht viel empfangen. Daniel forschte, um ein Wort zu empfangen, zu entdecken und daraus dann zu beten. Und das Wort ist in Jeremia 25, Vers 9 bis 12. Weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei, auch nach meinem Knecht Nebukadnezar, dem König zu Babel, und lasse sie kommen über dieses Land, über alle seine Bewohner, über alle diese Völker ringsum, und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Wüsten machen. Ich will da selbst sie verstummen lassen, das Jubel und der Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und der Braut, keine Mühe soll mehr klappern und die Lampe nicht mehr leuchten. Dieses ganze Land soll zur Verwüstung, zur Entsetzung werden. Diese Völker sollen dem babylonischen König dienen, 70 Jahre lang. Wenn die 70 Jahre vollendet sind, so will ich am babylonischen König und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer. Ich will es zur ewigen Wüste machen. Daniel liest dieses Kapitel in seiner Zeit mit Gott, erforscht, und er sagt, ey, wir sind grob bei 70 Jahren. Ich bin mittlerweile 70 Jahre hier. Gott, die Zeit ist gekommen. Und er fängt ein intensives, inbrünstiges Gebet. Und die Frage ist nochmal, warum betet er, wenn Gott das entschieden hat? Warum beten wir überhaupt für Sachen, wenn Gott schon Sachen entschieden hat? Und hier kommt es auf 2 Möglichkeiten an, wie man Gott versteht, dass es theologische Auslegung ist. Man nennt das den Calvinismus, die Vorherbestimmung. Und im Calvinismus gibt es auch nochmal 3 Stufen, extremer Calvinismus, mittlerer und sanfter Calvinismus. Und dann gibt es, das nennt man Modalismus oder Arminismus, einen freien Willen, einen Raum für freien Willen. Der Islam kennt Vorherbestimmung sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Inshallah gehört habt. Inshallah, wenn Gott will, dann bin ich morgen um 10 Uhr bei dir und dann ist er um 11 da. Ja, Inshallah, Gott wollte das so. Ja. Das nennt man Fatalismus oder das nennt man Vorherbestimmung. Gott hat alles entschieden, jeden Fehler, jede Sünde, alles. Er hat es eigentlich schon in sein Buch geschrieben. Ich lebe nur das Buch aus, das er schon vorherbestimmt hat. Das ist der extreme Calvinismus. Ich war auf einer Bibelschule, da war es so, jemand hat gesündigt und gesagt, Gott wollte das so. Ich finde das sehr, sehr böse und ich finde das überhaupt nicht Gott entsprechend. Ich finde diese Form von Theologie und Calvinismus sehr böse, sehr falsch. Wenn man sagt, Gott wollte das so, Gott hat das so geführt. Ich glaube immer noch, dass wir eine freie Entscheidung haben. Aber warum braucht denn dann Gott unser Gebet, wenn schon Gott sagt, in 70 Jahren kommt er wieder raus? Was bringt das Gebet in diesem Fall? Das Erste ist, wir brauchen das Gebet. Indem wir beten, machen wir uns eins mit Gottes Plan. Gott wird an sein Ziel kommen, so oder so. Amen. Aber ich will dabei sein, ich will ein Werkzeug sein, ich will mitmachen, wenn Gott sein Werk vollbringt. Im Gebet stelle ich mich mit ein und sage, Herr, hier bin ich, sende mich. Im Gebet mache ich mich eins und sage auch, Herr, was auch immer du tun willst, ich stehe dahinter, ich will sehen, dass es geschieht. Wir ordnen unsere Pläne seinen Plänen unter. Wenn er etwas vorhat, dann sagen wir, Gott, tu das. Wir sind dabei. Wir unterstützen deinen Plan. Und während wir es aussprechen, dann kann es auch sein, dass unsere Gesinnung verändert wird. Als Beispiel, nur als Beispiel. Stellt euch vor, Gott will Deutschland züchtigen. Stellt euch vor, Gott sagt, Schluss
mit der Sünde in Deutschland. Schluss mit diesen Sachen, die so gegen ihn sind. Ich denke an die Frau Roth, ich kenne sie nicht gut. Ich habe einmal nur gelesen, die will einen Schriftzug der Bibel entfernen in Berlin, irgendwo in einem politischen Haus oder was, wo man das Wort Gottes immer mehr rausnehmen will. Und Gott sagt Schluss. Und wir beten dagegen. Nein, 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 Gott, tu das nicht. Wenn es dann passiert, weil Gott zieht seinen Plan durch, es ist eher für uns eher enttäuschend oder wir waren nicht dabei im Vergleich zu, Herr, tu das. Was sollen wir tun? Und Gott sagt, ich will, dass du zu deinem Nachbarn gehst und das Evangelium erklärst über Buße, über Umkehr, über Himmel, über Hölle. Als Beispiel, sei du Teil davon, zu warnen. Wir werden, wenn wir die Bibel studieren, Gottes Willen immer mehr kennenlernen. Und Gott macht sich mit uns auch eins. Und das ist für mich immer noch eine der herausforderndsten Geschichten. 1. Mose Kapitel 18. Gott sagt, ich werde Sodom und Gomorra zerstören. Und Abraham, ein Freund Gottes, sagt Gott, was ist, wenn dort 50 gerechte Menschen sind? Würdest du die Stadt umbringen? Nein. Was ist, wenn da 40 gerechte Menschen wären? Würdest du die Stadt umbringen? Nein. Gott, du bist doch so gut. Was ist, wenn 20 gerechte Menschen da wären? Ich würde Gnade haben. Ich würde sie nicht zerstören. Obwohl da über 10, 20, 30.000 Menschen gelebt haben. Das war keine kleine Stadt, das waren nicht 5, 600 Leute, da waren mehrere Tausend. Und was ist, wenn da 10 wären? Ich würde auch um der 10 Gnade haben. Gott hat letztendlich die Stadt umgebracht. Aber Abraham hat etwas erlebt im Gebet. Obwohl Gott nicht die Stadt verschont hat, hat Abraham eine unglaubliche Erfahrung mit Gott gehabt, wo er gesagt hat, wow, Gott hat mit mir geredet. Gott ging auf mich ein. Und nicht, weil Gott dumm ist oder zu weich oder... Nein, Gott weiß alles. Aber Gott will eine Beziehung mit uns. Wir wissen vielleicht schon, was unsere Kinder wollen. Und trotzdem freuen wir uns, wenn sie fragen, Mama, Papa, kann ich das haben? Wir wissen, also unsere Tochter, wir wussten, die wollte ein Fahrrad. Die hat immer wieder darüber geredet. Als sie zu uns kam, dann haben wir auch losgelegt. Aber wir wussten das schon lange. Gott weiß Sachen im Vorhinein. Aber wir lesen auch in Jakobus, bekennt einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als sehr wirksam. Elia war genauso ein Mensch wie wir. Als er dringend betete, dass es nicht regnete, da regnete es 3,5 Jahre nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, dann schenkte der Herr Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das Gebet vermag viel, Halleluja. Gebet und Glaube gehen einher. Sie werden genährt durch das Wort Gottes. Je mehr du das Wort studierst, wirst du Gottes Willen kennenlernen. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine Pläne. Was will der tun? Du machst dich eins und diese Intimität, die du mit ihm erlebst, dass du Teil sein darfst von seinem Plan. Das ist ein Gefühl, das kann keiner dir nehmen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und ich will dich ermutigen, dein Gebetsleben neu zu aktivieren. Neu zu sagen, Herr, ich will mich eins machen mit deinen Plänen. Gott, was hast du gerade mit dir doch, mit dieser Gemeinde vor? Was hast du mit der Gemeinde, wo du gerade bist, vor? Gott, was hast du vor mit meiner Stadt, mit meinem Land? Und dann liest du das Wort und Gott sagt, ich will die segnen, die du segnest. Okay, Gott. Wie kann ich ein Segen für meine Stadt sein? Und Gott sagt, fang an und besuch die Armen, besuch die sozial Schwachen, besuch die Kranken. Und du fängst an, sie zu besuchen. Und Gott fängt an, deine Stadt zu segnen. Als Beispiel. So kann ein Dialog stattfinden. Ich will das erstmal heute damit belassen und dich auf diese Reise schicken ins Gebet. Gott, ich merke, ich habe manchmal einfach passiv da gesessen, während Sachen passieren. Meine Herausforderung für dich ist, sei aktiv dabei in Gottes Plänen durch Gebet. Stelle Gott Fragen, lies sein Wort mit diesem Hintergedanken, was will Gott mir sagen? Und dann schau, wie Gott dich gebrauchen wird. Er hat einen Platz, einen Plan für dich. Er hat eine Berufung. Er hat gute Werke vorbereitet. Und wir werden sie nicht wissen, wir werden nicht darin wandeln, wenn wir nicht mit ihm reden. Und Gebet, da fängt es an. Mehr zu Gebet morgen.